Weiter geht's bei Let's Play Watch Dogs. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Ach du heilige Kacke. Fuck. Boah, der wäre down. Oh mein Gott. Es sind so viele hier. Ich stecke mächtig in der Klemme. Schon seit der letzten Folge. Und wir haben keine Splittergranate mehr. Was sollen wir nur tun, Freunde? Ein Köder bringt jetzt auch nicht mehr so viel. CTOS-Scan bringt gar nichts. Um genau zu sein. Ich glaube, ich muss einfach rausrennen, oder? Aber das werde ich nie überleben. Die werden mich umnieten. Mal lieber die AK wieder in die Hand. Fuck. Puh. Knapper geht's kaum. Oh Mann, da muss ich direkt nachladen. Dass der Sprung oder rüber kommt. Jetzt hier. Alter, du stirbst. Oh, Backe. Die Leute schreien schon. Wir sorgen für Unruhe. Bei den Viceroys. Runter, runter! Den krieg ich nicht, oder? Scheiße. Fuck. Verdammt, nein! Dann machen wir es halt so. Verdammte Hacke. Boah. Bedrohung ausgeschaltet. Junge, Junge, Junge. Was für ein Auftakt. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen actionhaltiger angegangen, wie angekündigt. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwester retten. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Notdürftig haben wir geschafft, erledigt, Mission beendet. Das ist doch mal schön. Und dafür kriegen wir auch schön viel EP. Ja, das ist doch voll wunderbar, wunderbar, möchte ich beinahe sagen. Finde ich richtig toll. Guck mal, den können wir hacken. Oh, da werden wir angerufen. Tobias? Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Dazu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich habe herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich habe da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Ich zeig dir, wo die die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Waffenhandel. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jeder dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools und in der Nähe befinden sich jeweils ein verworfenes Audiolog. Ach schön, finden Sie alle neuen Kisten, bla bla bla, spezielle Missionen freizuschalten. Ja. Wissen wir Bescheid? Cool. Haben wir wieder was Neues. Und hier können wir theoretisch Schach spielen. Schachspieler, Schachspieler! Ich bin ja nicht so gut im Schach, aber warum nicht? Komm, gucken wir mal. Schwierigkeitsgrad leicht, weißes Spiel. Und machen wir mal neu. Komm, probieren wir mal aus. Los, los, los! Um was anderes zu machen, Moment mal ganz kurz. Ich muss jetzt mal die Steuerung hier rallen, aber das kriegen wir auch noch hin. Setzen wir den weißen frei. Ja, mach mal die gute alte hier. Den guten alten Anfangszug. Seid ihr denn gut im Schach? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Einige bestimmt, oder? Ich muss ja sagen, ich spiele jetzt nicht professionell Schach. Ich habe früher halt ein bisschen immer mal so zum Spaß, wie jeder Zweite. So, und der kann natürlich jetzt darüber kommen und kriegt aber dann auf den Deckel. Aber das ist diese Läufernummer. Die gefällt mir ganz gut. Zack, ah, da will ich darüber. Dankeschön. Was macht er? Hm? Was machst du? Das Pferd, das obligatorische. Da können wir jetzt auch mitschlagen.
Ja, hier rüber. Mann, ein bisschen hakelig. Ja gut, da verliert er seinen Läufer Schach. Vom Bauern. Das ist nicht so prickelnd gewesen. Weiß ich zumindest, denke ich zumindest mal. Ah, er wechselt. Interessant. Er stellt seinen König da hinten hin. So, den König positionieren wir zurück erstmal. So, und jetzt hat er da wieder einen Fehler gemacht. Meiner Meinung nach würde ich sagen, das war ein großer Fehler. Adios, liebes Pferdchen. Und jetzt können wir theoretisch sogar... Ach, schade. Er hat die Deckung aufgegeben. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu langweilig ist, Schach. Aber ich wollte es auch mal zeigen, dass es geht. Vielleicht bricht das Spiel einfach mal ab, ja? Weil wir ja auch ein bisschen andere Sachen neu erleben wollen. Aber ihr könnt hier theoretisch auch Schach spielen. Finde ich eine coole Aktion. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selber große Schachfans seid. Und wie gut ihr seid. Und vielleicht spielt ihr sogar professionell mit so Timern und all sowas drum und dran. Ja, das aktuelle Spiel wird für eine spätere Fortsetzung gespeichert. Das finde ich super. Kann ich nur bestätigen, kann ich nur gutheißen. Super, aber dann haben wir das auch mal gezeigt, ein bisschen mit dem Schachspiel hier. Der Blackout von 2003 war eine Warnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demilitarisierte Zone. 11 Menschen. Ja, kennen wir doch bereits. Weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigte die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held, kein Terrorist. Chicagos CTOS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Übernehmt Kontrolle. Ende der Übertragung. Ach, guck mal, nett hier. Guck mal, die Bildchen. Sehenswürdigkeit. Das Hawthorne Hotel. Interessant. Cool. Können wir auswählen für mehr Details. Al Capones Männer. Ach, krass. Das Hauptquartier von Al Capone. Mhm, alles klar. Wer den Text lesen will, der drückt einfach Pause. Ist ja ganz interessant. So, das ist mal ein schönes Bild hier. Ein bisschen, ja, Bildungsauftrag und so, ihr kennt das. Hier auch nochmal, wunderbar. Coole Graffitis auf jeden Fall. Könnte sogar sein, dass es die da auch wirklich gibt in Chicago. Und wie gesagt, die Sehenswürdigkeiten sind ja echte Sehenswürdigkeiten, die es in Chicago gibt. Da leckt er gerade wieder ein bisschen rum, warum auch immer. So, jetzt haben wir das Schachspiel mal gezeigt. Jetzt können wir mal auf die Karte gucken. Vielleicht machen wir heute mal ein bisschen was anderes als nur so Standardkram. Digitale Trips. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, ehrlich gesagt. Sofern es denn geht. Nehmen wir uns den Eiswagen mal hier. Guck mal, Eiswagen. Los hier. Entschuldigung, Sie müssen mal wieder aussteigen. Dankeschön. Welche Art Notfall liegt vor? Ja, wir brauchen die Polizei hier und zwar schnell. Och nö. Jetzt habe ich die Cops an der Backe. Besser klauen niemals einen Eiswagen. Ich kann den Typen, will ich jetzt auch nicht umbringen. CTOS-Scan nach Verdächtigem wird gestartet. Na, wenigstens sind wir aus dem Gebiet raus. Ab aus dem Eiswagen. Und auf zu den digitalen Trips? Nicht verfügbar. Welche. Fuck. Und die weiten den CTOS gern aus. Merklich. Moment. An alle Einheiten. CTOS hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Wir haben hier leider gar nichts. Wir hätten jetzt einen Stromausfall. Das wäre eine Verschwendung. So, ich stelle mich mal gerade hier hin, mal gucken, was passiert. An alle, Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen. Die steigen aus, alles klar. Wegen so einem blöden Eiswagen, den ich geklaut habe, wisst ihr? Toll, kann ich nicht mal Eiswagen in Ruhe klauen. Ja, ich glaube, wir müssen abhauen. Jetzt geht's los hier. Was da bitte? Alter, die schießen doch nicht direkt drauf. Ich habe nur einen Eiswagen geklaut. Was sind das bitte für Cops? Ich wollte einen digitalen Trip nur nehmen, Mensch. Die haben einmal halblang, Alter. Ich bin hier gerade gemütlich am Rumdüsen. Wollte nur ein bisschen Eis verkaufen. Wollte dem Typen nur ein bisschen Arbeit abnehmen. Dann kommt sowas hier. Bei dem Piepzoll. Hier, Tschüsschen. Tschüssi. Tschüssikowski. Ich bin ein bisschen heiser. Ich entschuldige dies. Mich bitte dies zu entschuldigen. So, einmal links ums Eck. Ah, kleine Verfolgungsjagd. Ich wollte diese Folge eh mal ein bisschen rumschlawenzeln wieder. Alter, manche Sachen fährst du einfach so locker um, aber diese Brocken, die sind so heftig, oder was? Alles klar. Da weiß ich Bescheid. Das waren ja Betonpfeiler, Blöcke, Betonblöcke. Nehmen wir aber die ganzen Dinger immer mit. Ja, genau, da schaut er doof rein, wa? Nee, so schnell bin ich hier nicht abzudrängen. Was haben wir denn da vorne Schönes, hm?
Komm einmal mit Vollgas durch. Pam! Voll in die Hauswand. So schnell geht das. Und die stabilisieren sich auch nicht unbedingt, die Cops. So, wir fahren weiter. Mal gucken, was passiert. Können wir da durch? Die ganze Basketballplatz mitnehmen. Auch nice. Wie so ein Irrer. Juhu! So, der wäre schon mal Geschichte. Mann, hier gibt's ja nichts. Wir kommen hier niemals. Komm. Ich muss raus. Ja, ja, genau, habe ich auch. Lass mich doch. Das gibt's doch nicht. Deswegen häng ich da wieder fest. Und konnte nicht springen. So, mal gucken. Und jetzt hier die Karre schnappen. Vielleicht sind wir dann endlich mal weg vom Fenster. Also nicht komplett weg vom Fenster. Ihr versteht, wie ich meine. Weg vom Fenster in dem Fall, ne? Oh, Mann. Der Eiswagen, die... Hat uns alles der Eiswagen eingebockt. Da sind wir hier mal wenigstens wieder Ampeln. Und fahren hoffentlich die anderen Fahrzeuge wenigstens ein bisschen bescheuert. Gib Gas, ich will Spaß. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Uiuiui. Nö, lass das mal lieber sein, Alter. Danke. So. Yeah. Was sagt er dazu? Der arme Polizist. Tut mir fast ein bisschen leid. Aber er lässt mir keine andere Wahl. Sie wollten mich töten, nur weil ich den Eiswagen geklaut habe. Machen wir mal hier lang. Ah, Mann, das war keine gute Idee, glaube ich. Vorsicht, Vorsicht, müssen wir hier vorbei. Ich sehe nichts mehr, die Sonne blendet doch sehr. Das ist hier ziemlich geil, ja? Oh. Yeah. Oh. Scheiße, sie haben wahrscheinlich sogar recht. Bin ja auch mal auf dem Schutt am Rumfahren. So, sie sehen mich gerade nicht, sie sehen mich gerade nicht. Jetzt muss ich aus dem Gebiet raus. Das war gar nicht mal so übel. Das war gar nicht mal so übel, was ich da gemacht habe. War zwar Zufall eher, aber war gar nicht mal so übel. Papp! Oh Mann. So, Gas bitte. Oh Mann. Hier ist 725 David. Schreib deine Fahndung aus. Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Die Bürger Chicagos jedoch jubeln Pierce zu. Mit so viel öffentlicher Unterstützung haben die Polizeibeamten Schwierigkeiten, Tipps zu seinem Aufenthalt zu bekommen. Aiden Pierce, damit sind natürlich wir gemeint, der Rächer. Ihr wisst ja natürlich Bescheid. Oh Mann. Hat mich gerade verschluckt hier. Nicht, dass ich noch krank werde. Das wäre ja noch was. Eine Erkältung hier in Los Angeles. Meine Stimme ist schon leicht angeschlagen, aber ich denke... Eigentlich sonst geht's mir ganz gut, so. Ne? Sonst geht's mir eigentlich auch ganz akkurat. So, einmal auf die Karte blicken, bitte. Was war denn da nochmal Schönes? Ah, CTS-Alarm. Verbrechenserkennung. Ja, ich will jetzt aber nochmal ein bisschen anderen Spökes machen. Ah, ja, Handyspiel. City Games. Ah, gut, die ganzen Schachpartien, das haben wir eben gezeigt. Südchenspiel hatten wir auch schon mal. Was haben wir da? Trinkspiel. Das wäre doch was. Eigentlich wollte ich ja ursprünglich mal... Ah, Moment. Ja, das kennen wir ja schon. Hatten wir gespielt mit der Caddy, mit der Mrs. Vlog. Blub. Eigentlich wollte ich einen digitalen Trip machen. Aber komm, dann ist vielleicht sogar wirklich... Haben wir noch ein anderes Handyspiel? Na komm, dann mache ich mal das Trinkspiel. Ich fahre jetzt mal ganz vernünftig darüber. So, als wäre ich nicht betrunken. So, wir haben ja schon diverse kleine Minispiele gezockt, aber das Trinkspiel eben noch nicht. Und da denke ich mir doch, das probieren wir mal aus, liebe Freunde. Es kann ja nicht schaden. Oh, ich wollte ganz normal rüberfahren, so viel dazu. Ja, ich gebe ja immer ein bisschen Gas, aber die Karre ist jetzt auch nicht so die schnellste. Ich muss aber sagen, die haben das mit der Fahrzeugsteuerung doch ein bisschen optimiert. Also mittlerweile gab es ja hier und da auch noch kleine Patches zu dem Spiel. Ich spiele jetzt mittlerweile schon, glaube ich, wie lange ist es jetzt? 3 Wochen nach Release oder was? So mal so rum. Ja, ziemlich genau sogar bei 21 Folgen.
Oder 22, ich glaube, das müsste die 22. sein, die gerade bei eurem Monitor flimmert. So, und da vorne sind wir schon. Würden die mal bitte anhalten? Abgefangenes Audiolog. Nice. Yo, nächster Audiolog. Die muss man sich irgendwie noch zusammenfügen, so ein bisschen. So ganz hätte sich das mir noch nicht erschlossen. Okay, Trinkspiel, wo ist es? Hey, was geht? Das war eine Bierflasche. Probieren wir mal aus, was damit geht. Peace out. Haben wir ja schon mal gekauft. Das Trinkspiel hat man noch nicht aktiviert. Cat Monkeys. Oder Eat Monkeys. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich eher Eat Monkeys, ne? Ist aber eklig. So, wohin können wir jetzt das Trinkspiel starten? Da vorne. Erstmal schauen wir uns den Laden mal an. Ziemlich abgeranzter Club, nichts geht. Hip-Hop. Soll hier angeblich laufen, aber irgendwie will es nicht so richtig laufen. Denn niemand steht auf der Tanzfläche. Oh. Trinkspiel Runde 1. Hey, lass mir die eine trinken. Trink einen mit. Jo, bin ich dabei, Alter. Was geht? Los geht's, Kumpel. Also wird um $100 gesoffen, oder was? Ist ja lustig. Ich schlag dich. Okay. Dann sind wir also im Spiel. Alter. Uah. Ich bin betrunken. Eieiei, das ist ja cool, das Trinkspiel. Na komm, dann pump nochmal rein. Typ zieht's aber auch ganz gut durch. Oh. Oh. Und. Ist besorgt aus. Na, zwei Humpen macht er locker hintereinander mit. Was ist denn das, was wir da trinken für eine Plörre? Natürlich wieder nur Kaffee, Freunde. Wir würden ja niemals Alkohol trinken. Da war ich doch schon dabei. A X. Du siehst ein bisschen grün aus um die Nase, kannst du dich verübeln? Du siehst ein bisschen grün aus um die Nase. Kannst dir nicht verübeln. Ach so. Ich dachte, er hätte nichts gesagt. So, sind wir jetzt schon voll besoffen oder was? Alter. X. Nein, ich bin rübergeflogen. Das war schlecht. Okay, dann gehen wir da lang nochmal. Zack. Und jetzt hier. Langsamer sicher. Wird's dunkler. Huiuiuiui. Boah, langsam sind wir richtig Hacke, ey. Ist auch ganz schön viel für eine kurze Zeit. Oh. Du bist ja völlig betrunken. Alter. Wie schwer wird denn das jetzt? Nein. Null. Alter, wir haben gewonnen, oder was? Sie gewinnen $100. Ich hätte mal mehr einlegen sollen. Dann machen wir noch eine Runde. Den ziehen wir ab, den Typen. Wenn wir ihn nochmal abziehen könnten. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Oh, später wieder, komm. Der will keine Runde 2 machen mit uns, weil der ist ziemlich im Arsch. So, dann könnten wir mal kurz unterwegs gerade auch mal uns wieder ausrüsten. Das wäre auch mal angesagt. Einmal kurz hier hin. Boah, Alter, wir sind völlig Hacke. Ah, CTOS, da muss ich auch mal wieder suchen. Fixer Auftrag gibt Bargeld. Ist jetzt nicht so dringend, dass wir Bargeld bekommen. Was haben wir da noch? Ein Gang versteckt. Das beschert uns, würde uns einen Skillpunkt bescheren. Hier noch ein weiteres Geschäft und hier medizinische Komponenten. Die brauchen wir nicht unbedingt. Eigentlich könnten wir mal zu unserem Freund fahren, zu dem Tobias, dem Durchgeknallten. Der hätte auf jeden Fall ziemlich viel Kram für uns. Und wir sehen echt, die Stadt ist riesig, ne? Ich zoome da nochmal raus. Das ist natürlich nicht unglaublich groß, aber ist es schon eine Ecke, ganz ehrlich. So, und wir können mal schnell zum Tobias, da können wir nicht zum Versteck mit einer Schnellreise. So, ich habe mich direkt schon mal bis hierhin weiter nach vorne begeben, damit wir jetzt auch direkt bei Tobias in der Nähe sind. Der gute Mann
So, einmal aussteigen. Mega voll Brainstorm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, da vorne ist der Tobias. Hat er seinen Shop, kennt er ja bereits, wenn ihn dieses Let's Play öfter verfolgt zumindest. Oder das Spiel selber spielt dieses Spiel. So, ja, Tobias. Ja, schon besser. Ah, du schon wieder. Wo ich immer Jam kommst unbedingt. Muss langsam mal wieder zum Geldautomaten. Geh mal 4 mit. Und Splittergranaten können wir auch mitnehmen. Zack, zack, zack. So, haben wir die Rohstoffe schon mal wenigstens in der Tasche, liebe Freunde. Und der Tobias ist ja auf unserer Seite. Wo geht's denn mit der Mission eigentlich weiter? Auch auf unserer Hauptinsel. Sehr schön, da geht die Kampagne dann auch weiter. Und da können wir theoretisch wieder jetzt direkt noch eine Schnellreise hinmachen. Ja, einmal da reinfuchsen. So. Und ich glaube, da müssen wir in unser Hauptquartier, wenn ich das richtig sehe. Mission starten in unserem Versteck. Und das machen wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin. Wir haben Schach gespielt, wir haben das Trinkspiel gecheckt, wir haben viel Quatsch betrieben, obendrauf noch ein bisschen eingekauft beim Tobias und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Mission hier bei Let's Play Watch Dogs.